Allein in Vorarlberg haben mehr als 140 Erziehungsberechtigte ihre Kinder von der Schule abgemeldet. Das wird ja von den Eltern initiiert, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Kinder abmelden, entweder weil sie Angst haben, dass sie sich infizieren, andererseits weil sie gegen die Verordnung sind, was auch immer. Wie soll man damit aus Ihrer Sicht umgehen, weil das Kind initiiert eine Schulabmeldung nicht? Ich denke, dass natürlich primär die Eltern für die Abmeldung aus der Schule die Verantwortung tragen und die Faktoren, die eben die Eltern dazu bewegen, dies zu tun, wohl von denen sehr gut abgewogen werden müssen. Aber man muss sich natürlich schon seitens der Politik fragen, wie kann es dazu kommen? Und ich denke, das Bild, das sowohl in der Bildungspolitik als auch in der Gesundheitspolitik in den letzten 1,5 Jahren dargestellt worden ist in Bezug auf Planung, Sicherheit und Verantwortungsgefühl gerade gegenüber den Jungen, ist nicht optimal. Das heißt, wäre die Rolle von Kindern und Jugendlichen in der Pandemiebekämpfung eine andere, würde deren Bedürfnisse intensiver berücksichtigt sein, käme es vielleicht auch nicht zu diesen Schulabmeldungen. Ich weiß es nicht im Detail. Ich kenne die Motive dieser Eltern nicht im Detail. Ich habe dazu auch keine wissenschaftlichen Zahlen. Aber ich denke, man muss insgesamt die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in der derzeitigen Situation stärker im Fokus auch der politischen Maßnahmen haben. Was sind denn die Gefahren für Kinder, die nur noch zu Hause unterrichtet werden? Also ob die Eltern jeweils die pädagogischen Fähigkeiten haben, den Unterricht voll inhaltlich zu vermitteln, das wird individuell sehr unterschiedlich sein. Aber ganz klar, die Schule ist ein wichtiger sozialer Ort für Kinder und Jugendliche. Es ist der Ort, wo man Freunde und Freundinnen trifft, sich austauscht, wo man eben Beziehungen führt. Dieser Ort fehlt diesen Kindern massiv in ihrer Entwicklung und darum ist es für uns als SOS Kinderdorf keine positive Entwicklung, wenn Kinder immer noch, also noch immer mehr Kinder vom Unterricht abgemeldet werden. Kinder brauchen andere Kinder, um sich gut entwickeln zu können. Kinder brauchen die Schule als sozialen Ort für eine gute Entwicklung. Sollte man da auch Tests einführen, also die eigentlich fortlaufend sind, damit man auch die Kinder wieder mal zu Gesicht bekommt und auch sieht, ob die überhaupt einen Lernfortschritt machen, wenn sie zu Hause unterrichtet werden? Also das sieht das System ja an und für sich vor. Das heißt, man muss ja regelmäßig sozusagen sich Prüfungen unterziehen, ob ein Lernfortschritt vorhanden ist. Aber ganz, ganz wichtig wäre, ein System aufzubauen, das sozusagen auch die psychosoziale Situation dieser Kinder begleitet. Ja? Also sozusagen, wenn sie schon keinen Unterricht von öffentlichen Lehrenden oder professionellen Lehrenden erhalten, dass sie zumindest die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und dass es hier schon eine Art von Begleitung von psychosozialen Fachkräften gibt, um zu schauen, nimmt das Kind durch den Heimunterricht, durch die Isolation letzten Endes keinen Schaden. Also sozusagen wird das Kindeswohl durch den Heimunterricht ja nicht gefährdet. Da sollte man sicher unbedingt hinschauen.